So, damit herzlich willkommen zum Talk Reality and Dreams über die Cybersicherheit in kleinen und mittelständischen Unternehmen von Michael. Ja, Cybersicherheit, Thema, davon hat man in kleinen und mittelständischen Unternehmen bestimmt schon mal das Wort gehört. Dementsprechend sieht auch die, eigene Einschätzung der Unternehmen aus. Ich nehme relativ viele gehen davon aus, dass irgendjemand bestimmt gehackt wird, aber natürlich nicht man selbst. Und warum das so aussieht und vieles mehr wird Michael euch jetzt erzählen. Erstmal zu mir, wer mich noch nicht kennt. Ich mache das jetzt seit 1994, also schon relativ lange. Bin hauptamtlich tatsächlich inzwischen CISO, externer Informationssicherheitsbeauftragter bei einigen Unternehmen. Das Pentesten kann ich aber nicht sein lassen, das ist so ein zweites Standbein. Und leider muss ich in letzter Zeit immer sehr, sehr viel Incident Response machen, weil eben die Unternehmen und Organisationen gehackt werden. Bin dabei Geschäftsführer von zwei Unternehmen, ein Beratungsunternehmen, Dienstleistern im Sektor und im Chaos-Umfeld findet man mich meistens beim Geraffel auf der Seabase, wenn ich mal wieder in Berlin bin oder hier halt in Darmstadt. Genau. Als Sprecher der AG Kritis kümmere ich mich auch so ein bisschen um kritische Infrastrukturen. Darum geht es heute aber nicht. Die sind zwar manchmal genauso schlecht aufgestellt wie kleine und mittlere Unternehmen, aber wir wollen uns heute die mal im Detail anschauen. Ich möchte hier kein Fingerpointing betreiben. Leider kann ich es nicht ganz lassen. Ich nenne aber natürlich keine Namen. Aber ganz ehrlich, was ich da tagtäglich sehe, ist manchmal so ernüchternd und so Kopf gegen die Wand, dass vielleicht hin und wieder rutscht mir das eine oder andere raus. Also nicht wundern. Aber es ist nicht gegen einzelne Personen gerichtet, sondern meistens in der Natur der Sache. Worum geht's? Wir führen seit 3 Jahren verstärkt Studien durch vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Die schaut sich immer verschiedene Branchen an. Transport und Logistik, Einzelhandel, Großhandel. Wir haben mit Ärzten und Zahnärzten angefangen. Und dabei diesen Studien wird quasi erstmal so eine Vorsorgeumfrage gemacht. Da werden irgendwie 1000 Unternehmen befragt. Dann kommen wir und schauen uns einen Teil dieser Unternehmen an. Über einen Pentest, über ein Assessment, über eine Art Mini-Audit. Die Unternehmen melden sich alle freiwillig. Ja, das heißt, da kommt man nicht einfach hin unangemeldet, sondern die melden sich. Und wir testen das Ganze dann, was sie vorher quasi über die Umfrage dann auch eben gesagt haben. Ja, und stellen das quasi so ein bisschen gegenüber. Das waren in den letzten 3 Jahren über 500 Unternehmen, die wir da befragt haben. Und tatsächlich insgesamt fast 100 Unternehmen, also 60 waren in der Studie. Aber wenn man so die Pentests in den letzten 2, 3 Jahren uns anschaut, die ich zum Beispiel mit meinem Team gemacht habe, dann kommen wir so ungefähr auf 100 Unternehmen, die wir wirklich geprüft haben auf Herz und Nieren. Das Ganze war nicht nur klassischer Pentest, sondern wir haben uns auch die Physik angeguckt, sind vor Ort gekommen, Zutrittsschutz und so weiter. Und am Ende des Tages kam eben ein Ergebnis raus, was wir dann gematcht haben oder eben auch nicht gegen die Aussagen. Die Unternehmen waren im Bereich KMU, das heißt, das Größte hatte so um die 1000 Mitarbeiter, das Kleinste hatte so um die 10 Mitarbeiter. So im Schnitt waren wir so zwischen 250 und 500. Ich hoffe, das hört man jetzt immer noch. Genau. 3 Jahre ist ungefähr der Zeithorizont, den wir so haben. Also das heißt, wir haben die Ergebnisse und das, was ich hier präsentiere, betrifft die letzten 3 Jahre ungefähr. Also wir reden nicht von irgendwelchen Sicherheitslücken oder Schwachstellen von vor 10 Jahren, sondern das ist alles relativ aktuell. Fangen wir mit den Dreams an und das fand ich immer sehr, sehr ernüchternd. Wir haben die Unternehmen gefragt, sagt mal, eure Branche, wie findet ihr denn da so das Risiko, dass die Branche, das Unternehmen in der Branche gehackt werden. Und da haben gesagt, ja, so 56%, in manchen Umfragen war es ein bisschen mehr, die sagen, ja, wir sind schon sehr im Fokus von Cyberkriminellen, wir werden bestimmt verstärkt gehackt. Und dann wurde quasi 3, 4 Fragen später gefragt, was sagt ihr denn für euer eigenes Unternehmen? Wie wahrscheinlich haltet ihr es denn da, quasi angegriffen zu werden? Und da sagten auf einmal nur noch 42%, ja, wir persönlich sind auch betroffen.
Das war schon mal ein bisschen strange. Ne? Also die Branche wird sehr, sehr stark angegriffen, denken sie. Aber am Ende des Tages denken sie, wir selbst sind überhaupt nicht betroffen. Ja, und das war schon das erste Finding, wo wir gesagt haben, boah, das finden wir so ein bisschen strange, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Das ist natürlich jetzt relativ klein da hinten, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen lesen. Das Ganze ist nochmal aus einer anderen Studie, da haben wir 76%, die sagen, unsere Branche ist sehr, sehr gefährdet und nur 40% sagen, unser eigenes Unternehmen ist gefährdet. Ja, also da ist dieser Gap zwischen Annahme und Realität noch ein bisschen größer. Dann haben wir gefragt, okay, wenn ihr glaubt, ihr werdet gehackt, ihr seid angreifbar, wie gut seid ihr denn eigentlich geschützt? Was sagt ihr denn? Was denkt ihr denn? Und da haben wir auch wieder so ein paar Zahlen mitgebracht. 77% sagen zum Beispiel, unsere Systeme sind umfangreich geschützt. Ne? Also wirklich, die sagen, alles ist cool, wir wissen, wir sind da nicht unbedingt angreifbar. Ne? Unser Unternehmen ist zu klein, um in den Fokus von Cyberkriminellen zu kommen, haben immerhin noch 62% gesagt und 55% sagen, ja, was wollen die denn überhaupt von uns? Unsere Daten sind doch gar nicht interessant. Das heißt, sie haben sich gar nicht damit auseinandergesetzt, wie eigentlich die Bedrohungslage ist. Ne? Das ist egal, wie groß oder man klein ist, wenn die Daten futsch sind oder sie werden exfiltriert, ja, dann bezahle ich halt meine Ransom, ja, dann bezahle ich meine Lösegelder, egal wie groß ich bin. Ja, und das verstehen viele Unternehmen einfach in dem Sektor gar nicht. Das Ganze wieder mal aus der zweiten Studie, das ist die aktuellste, da sehen wir auch wieder 84%. Also da ist tatsächlich das noch ein bisschen höher gegangen. Wir sagen 84%, da ging es um Transport und Logistik, wir sind geschützt. Und 70% haben gesagt, nee, wir sind einfach zu klein, ne? Also uns greifen die nicht an. Das sind so ein bisschen die Träume. Ne? Also irgendwie ist da schon eine diffuse Bedrohungslage, aber wir selbst, nein, uns betrifft es nicht. Ja, das ist also die Ausgangsbasis, wo es in dem Talk auch nochmal drum geht. Das Ganze nochmal nach verschiedenen Branchen sortiert, das sieht man, wir reden so zwischen 71 und 77%, die wirklich sagen, wir sind ausreichend geschützt, bei uns ist alles cool und wirklich nur so 25% am Ende sagen, ja, vielleicht gibt es da doch ein paar Lücken. Ja, also auch große Unkenntnis über das, was die eigene Sicherheitslage da betrifft. Und da kommen wir schon zur Realität. Und das ist eben genau das, was wir jetzt aus diesen Assessments, aus den Fragebögen mitgenommen haben und wo wir geschaut haben, wie sieht es denn eigentlich in der Realität aus? So. Und das ist so vom vorletzten, von der vorletzten Studie. Wichtig hierbei ist ein bisschen diffus zu erklären, aber die letzten beiden rechts unten sind eigentlich wichtig. Da haben wir 25 Unternehmen, haben wir wirklich gepentestet, haben wir uns genauer angeschaut und bei 19 konnten wir bei Phishing Credentials abfischen. Ja, da haben wir einfach irgendwie so gesagt, hier entweder so Datenschutzbeauftragten, Schulungen müsst ihr jetzt machen oder hier gibt es jetzt irgendein Gewinnspiel, ihr müsst eure PC-Zugangsdaten eingeben. Ja, und da haben es wirklich von 25, haben es 19 Unternehmen, haben es die Mitarbeiter gemacht. Das Problem dabei war, davon hatten, glaube ich, nur ein Fünftel Multifaktor-Authentifizierung. Ja, das heißt also, VPN-Gateway schön ans AD gekoppelt, ja, schön mit den AD-Credentials und keine Multifaktor-Authentifizierung. Das heißt, sobald ich die abgefischt hatte, war ich drin. Ja, musste gar nichts mehr großartig machen. Wenn ich drin war, und das war eben noch eklatanter, da kommen wir gleich noch mal im Detail zu, haben 23 von den 25 wirklich so kritische Schwachstellen gehabt, dass ich die mit Metasploit, Use MS17010 Eternal Blue Run gehackt hatte. Ja, die wirklich so kritische Schwachstellen hatte, dass jedes Script-Kiddy die quasi ausnutzen kann. Ja, und da hilft auch irgendwie nichts gegen Mimikatz, ne? Da mache ich meinen Hashdump oder mache mein Creds All und da bin ich eben drin und habe alles. Kommen gleich noch dazu, alles haben heißt im Moment auch Domain-Admin. Ja, weil KMU und Microsoft-Tiering-Konzept und sowas, das kennt da keiner. Ja, da ist jeder Admin Domain-Admin. Das ist ja vollkommen logisch, muss ja so sein. Ne? Also das ist das, was wir gefunden haben. Und wir haben immer angefangen, nicht erst auf die Technik zu gucken, so ein bisschen auf die Orga. Wie seid ihr denn aufgestellt? Habt ihr denn zum Beispiel ein Notfallkonzept? Ne? Also für so KMU ist ein Notfallkonzept noch wichtiger als ein Informationssicherheitsmanagement. Kommen wir gleich zu. Aber habt ihr das denn überhaupt? Ja, das sagten tatsächlich, das hat mich sehr gewundert, über 50% mindestens in jeder Branche. Ja, wir haben ein Notfallkonzept, wir haben ein IT-Notfallhandbuch. Wenn es bei uns rumst, wissen wir, was wir zu tun haben. So, die Umfrage. So, und wenn wir mal nachgefragt oder nachgeschaut haben, dann haben wir eben gesehen, ja, wenn es tatsächlich eins gab,
dann war das meistens vom IT-Systemhaus erzeugt von vor 5 Jahren und die Systemlandschaft hat sich komplett verändert. Das heißt, das gibt es gar nicht mehr, das ist überhaupt nicht mehr aktuell, das kann ich überhaupt nicht mehr benutzen. Was wir auch gefunden haben und bei einem, da wäre ich beinahe vor Lachen umgefallen, die haben sich einfach ein Template aus dem Internet gezogen und haben noch nicht mal den Firmennamen geändert. Ja, das heißt, da stand immer noch irgendwie Beispiel GmbH, bla bla drin, ja, und es war tatsächlich so, da waren irgendwie hier Telefonnummer des Notfallbeauftragten einfügen und das haben die uns gezeigt und gesagt, das ist unser Notfallkonzept. Ja, funktioniert natürlich nicht. Keiner hat es je geübt. Notfälle passieren ja nicht, ne? Die übe ich nicht und dementsprechend ist das auch bei keinem aufgefallen, dass es vielleicht nur ein Template war, was überhaupt nicht auf die Systemlandschaft passt. Wir gehen weiter, organisatorisch ISMS, Informationssicherheitsmanagementsystem. Ne? Also das haben KMU in der Regel nicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Sie müssten es eigentlich haben, allein aus Haftungsgründen für das Top-Management, für die Geschäftsführer, wäre schon sinnvoll, wenn sie sowas hätten. Aber 15%, das haben wir bei der letzten Studie abgefragt, betreiben ein ISMS. Jetzt muss man wissen, das war die letzte Studie, da waren die 15% genau ein Unternehmen. Waren halt ein bisschen weniger. Ne? Wir betreiben ein ISMS. Und da haben wir mal nachgefragt, wisst ihr denn eigentlich, was das ist? Nö. Also wenn wir dann mal den Bogen aufgemacht haben, hat wirklich einer von 40 tatsächlich sowas wie ein ISMS. Ja, die kennen dann auch sowas wie ISO 27001, VDS 10000, BSI Grundschutz. Die wussten tatsächlich, worum geht es denn hier. Die anderen haben es mit dem Datenschutz verwechselt. Habt ihr ein ISMS? Ja, klar. Wer ist denn dafür zuständig? Ja, der Datenschutzbeauftragte. Aber ihr kennt schon den Unterschied zwischen Informationssicherheit und Datenschutz? Wie meinen Sie das? Ja, also schwierig. Das Problem ist, auch die Datenschutz, das verwechselt hatten, haben auch kein DSMS, also kein Datenschutzmanagementsystem betrieben. Sondern die hatten einfach irgendein Pamphlet, eine Datenschutzrichtlinie, die kannte da auch kein Mensch. Ne? Also das gibt es irgendwo auf dem SharePoint oder auf dem File-Server, das kannte keiner. Immer wichtiger, ich hatte es eben schon mal gesagt, Pentesting, CISO, Doing Incident Response. Wie sieht es dann eigentlich aus, wenn ihr gehackt werdet, wenn ihr angegriffen werdet? Was macht ihr denn dann eigentlich? Ne, habt ihr einen Incident Response Prozess? Muss man dann ja auch erstmal erklären. Vorfallsbehandlung. Ah, das meinen Sie. Okay. Ein Drittel sagt, jo, haben wir. Über Reifegrade haben wir im Prozess nicht gesprochen. Ja, also höchstens 0 oder 1, ne? Also auf keinen Fall wiederholbar, weil nicht dokumentiert. Aber sie haben einen Admin, der weiß vielleicht, was er zu tun hat und die haben eine Telefonnummer vom Dienstleister. Den rufen die dann an. Also, 2 hatten tatsächlich einen, also wirklich schriftlich, haben sich Gedanken gemacht, was tue ich denn? Die anderen sagten wirklich, ja, mein Admin weiß dann, was er zu tun hat. Die haben ja auch meistens nur einen. Ne? Als Schnitt auf 90 Mitarbeiter kommt ein Admin. Das war so der Schnitt in der letzten Studie. Das ist natürlich viel zu wenig. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn, wenn der Admin gerade mal Urlaub oder krank? Ja, dann rufen wir Dienstleister an. Habt ihr denn einen Vertrag mit dem Dienstleister, Reaktionszeiten und so weiter? Nee, aber wir arbeiten schon sehr lange zusammen und wir kennen uns. Der kommt dann. Ja, okay. Ja, auch natürlich, keiner übt's. Na, wenn es denn überhaupt einer hat, keiner übt einen Security Incident. Wie will ich das denn auch machen, kommen dann immer die Fragen. Ja, kann ich super im Notfallmanagement üben, indem ich einfach mal schaue, ich setze mich an den Tisch, ne, sag einfach mal folgendes Szenario, ihr seid betroffen, Verschlüsselungstrojaner, alle Daten exfiltriert, was tut ihr jetzt? Ja, einen Dienstleister anrufen. Okay, falsche Antwort. Ne? Also das ist tatsächlich bei dem Organisatorischen das, was wir da in der Regel finden. Let's get physical, das war auch mal ein Talk hier, da habe ich so ein paar Slides mitgebracht, die ich da mal raus extrahiert habe, um auch zu sehen, dieser physische Angriffsvektor, den sieht man ja nicht. Ne, durch das Kritis-Dach-Gesetz, was jetzt kommt, wird das ja für kritische Infrastrukturen ganz spannend. Aber ansonsten, wer will mich denn physisch angreifen? Da kommt doch keiner. Ne? Und dementsprechend wird das Lachs gehandhabt, dass da ist so ein Elektrohäuschen in Hamburg. Und das ist der passende Schlüssel dafür, der E-Schlüssel in Hamburg. Ich habe beim Physical Pentesting Talk habe ich auch schon mal über die Systemschlüssel in Hamburg referiert. Da gibt es ja einen K2, einen K3, die kriegt man irgendwie schon und damit kommt man fast überall rein. Ja? Und mit dem kommt man eben in diese Elektrounterverteilerhäuschen rein. Und guckt euch mal das Profil an. Ich meine, das schafft jeder Lockpicker nach einer Stunde. Ja, also gut, ich habe einen Elektropick gebraucht, ich habe ein bisschen eingerostet, aber so einfach komme ich da tatsächlich auch rein. Oder sowas, ne? Mit einer Türklinkenangel.
wie oft kommt man einfach da rein, weil die Türen falsch eingebaut sind. Zu hoch, zu tief, Elektroschloss falschrum eingebaut, dass ich mit dem Batteriehebel von außen dran komme. Die machen sich keinen Kopf. Ja? Die haben eine Tür, ja, das passt. Die Tür, die ist gut. Ja, aber ob man da reinkommt oder nicht, ist auch egal. Oder sowas. Ne? In öffentlichen Bereichen sieht man dann Zeiterfassungsterminals, Videokameras, IP-Telefonie. Ne? Und dann steckt man sich da einfach an die RJ45-Buchse dran, dann ist man im Netz. Und wir kommen gleich noch dazu, Netzwerksegmentierung kennt im Mittelstand keiner. Das macht man nicht, das ist böse. Ja? Also wo bin ich? Im gesamten Netz. Beim Patch-Management kommen wir noch dazu, was wir dann alles Tolles tun können. Gucken wir mal, wie ich dieses Ding hier hinkriege. Da hatte ich eine kleine Wette laufen. Da waren wir auch in Hamburg bei einem physischen Pentest. Und ich hatte mit dem Ansprechpartner die Wette, sechsstöckiges Gebäude. Ich komme schneller durch die Notfalltüren von außen rein, als du mit dem Schlüssel von innen. Und wenn man sich anguckt, wie schnell sowas geht, ne, mit so einem Fluchttüröffner, dann sieht man auch hier, okay, da waren Türen. Aber da komme ich rein, ganz einfach, mit so einem Fluchttüröffner. Ja, und ich war tatsächlich schneller als er mit seinem Schlüssel. Ja, also machen sich die Leute keinen Kopf drum. Ja, die Ahle Wösch, die muss natürlich mit dabei sein. Auch sowas sieht man bei physischen. Super klimatische Bedingungen im Serverraum. Ja, Wurst trocknen, Bier kühlen, im Zwischenboden, da finden wir immer irgendwie die Bierkästen. Das ist einfach, nächstes. Der Talk, den gibt es auch irgendwann auf YouTube, ist zwar mittlerweile ein bisschen veraltet, aber meistens noch leider aktuell. Was haben wir noch gefunden? Wir haben uns das Thema Patch-Management angeschaut. Natürlich schauen wir uns die wichtigsten Themen erstmal von oben an. Ne? Was sind die größten Probleme? Was sind die Angriffsvektoren, die am meisten genutzt werden? Und die haben wir uns quasi erstmal angeschaut. Und beim Patch-Management, da fanden wir auch wieder diese Traumvorstellung. Updates werden Sicherheitsupdates automatisch und zeitnah eingespielt, und da haben tatsächlich 94% gesagt, jo, machen wir. Die Realität. Mindestens 90, das waren teilweise eher 95, also fast alle, betreiben irgendwelche Legacy-Systeme, die einfach End of Life sind, die End of Service sind, die keinen Support mehr bekommen, die dementsprechend in der Regel auch Sicherheitslücken, Schwachstellen haben. Was mir immer sehr, sehr suspekt ist, dann finde ich so einen Windows 2008 R2-Server, der hat dann irgendwelche furchtbar viele Schwachstellen, irgendwie 17.0.1.0, ne, also Eternal Blue, seit 2017. Und dann frage ich mich, ja, wieso habt ihr das denn nicht gepatcht? Ja, dann bekomme ich die Antwort, ja, der ist doch End of Life. Da sage ich, aber da gibt es Patches für. Ihr müsst die halt nur installieren. Ne? Das wissen viele gar nicht. Die denken sich, ja, ich kriege da keine Patches mehr für, also lasse ich's. Dann gibt es KP-Files für, ne, installiere ich, bin ich fertig. Also das ist eben so ein Thema. Was mich noch ein bisschen mehr beunruhigt, sind diese 75-95% mit wirklich kritischen Schwachstellen. Das heißt, wir fangen dann immer mit einem klassischen Schwachstellenscanner an und wir finden eben immer wieder Eternal Blue, Bluekeep, ich glaube bei 20% MS-0867, NetAPI. Der ist von 2008, ja. Da haben wir uns vor 10 Jahren schon drüber gefreut. Neuerdings sehr, sehr viel VMware, weil VMware wird ja nicht gepatcht. Kommen wir gleich noch zu. Weil kaum jemand isoliert natürlich auch die Systeme. Das heißt, wenn ich irgendwelche veralteten Systeme habe, ich weiß, das Ding ist ein Legacy-System, dann lasse ich es halt einfach so weiterlaufen. Weil ich kann das ja jetzt nicht in eine DMZ stellen. Wäre ja schon cool, wenn man einfach die lokale Firewall anschalten würde. Machen die nicht. Die lassen es einfach weiterlaufen. Leider fehlt da extrem die Awareness, was das Ganze bedeutet. Ja, das war dann das Ergebnis nochmal in schöne Balken. 95% haben quasi kritische Schwachstellen und nur 37% haben sie tatsächlich auch isoliert. Und wer Metasploit kennt, weiß, was das bedeutet. Klassisch MS-17.0.1.0. Das ist bei mir im Default, in der Default-Config. Manchmal mache ich sogar ein Blind MS-17.0.1.0. Das heißt, ich lasse einfach ein Skript laufen und gehe auf die Domain-Controller und ganz oft kommt dann eben so eine Shell zurück und ich bin drin. Also es ist tatsächlich so. Das ist zwar immer ein bisschen besser geworden über die Jahre, aber ich würde sagen, aktuell, wenn ich das jetzt mache, so in ein Viertel, Fünftel aller Fälle passiert das immer noch. Ja, das heißt, ich bin einfach mit einem ganz klassischen
Blue Keep oder ein Eternal Blue bin ich drin. Weiter im Patch Management, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Microsoft-Systeme, das haben sie mittlerweile manchmal, wenn es keine Legacy-Systeme sind, ganz gut unter Kontrolle. Warum? Weil sie gelernt haben, dass es ein SCCM und ein Vesus gibt, dass man das automatisieren kann, dass man nicht mehr irgendwo überall hin muss und draufklicken muss. Das geht. Also ich merke da schon eine Tendenz, das wird immer besser. Allerdings eben die Infrastruktur nicht. Also Switche, VMware haben wir ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Schwachstellen in vSphere und so weiter gesehen, die super einfach auszunutzen waren. Und hey, dann gibt er Cyberkriminelle, dann hackt er nicht die einzelnen VMs, dann hackt er halt einen Hypervisor und verschlüsselt den ESX halt komplett. Ja. Haben sie natürlich auch gemacht. Ja. Und das geht, weil da achtet keiner drauf. Oder solche Sachen wie ILO oder iTrack, ne? Diese ganzen IPMI-Dinger, entweder Standard-Passwörter, einfache Passwörter, die man irgendwie über einen Hash auslesen kann und dann direkt hat, ja, dann bin ich ja auch direkt auf der Kiste drauf. Ja, im Zweifel boote ich halt irgendeine ISO mit irgendeinem Mist und bin halt auf dem Domain-Controller und kann den quasi mir rauslesen, kann einen Hash-Dump machen, whatever. Ja, also das wird ganz, ganz selten gemacht. Und was immer wichtiger wird, Third-Party-Produkte. Im Mittelstand oder bei kleineren Unternehmen ist es ganz häufig so, dass die Server für viele Dinge missbraucht werden. Die machen nicht nur ihre Sache, sondern da ist dann immer noch ein Notepad++ drauf und ein 7-Zip und ein WinRAR. Und allein die drei haben in der letzten Woche kritische Schwachstellen gehabt. Ja, also das ist halt Hygiene, ne? IT-Hygiene. Die packen da alles Mögliche drauf. Teilweise nutzen die einen Domain-Controller für den Dienstleister als Jump-Host. Ja, weil er muss ja eh auf den Domain-Controller kommen als Dienstleister, dann kann er den auch direkt als Jump-Host benutzen. Ja? Sowas sehen wir da tatsächlich. Also, und da ist natürlich auch Tür und Tor offen, weil die werden eh nicht gepatcht. Ne? Wenn schon das Windows gepatcht wird, patcht keiner 7-Zip. Es gibt ganz wenige, die irgendwie ein Software-Management haben, wo das automatisch mit reinfließt. 1% vielleicht, maximal. Passwörter. Der nächste Traum. 85% sagen, wir haben bestimmte Mindestanforderungen an Passwort. Bestimmte Anforderungen. Mehr als 0 Zeichen. Ja, genau. 4 Zeichen, ne? Die PIN, die EC-Karten-PIN. Ich hatte mal einen Kunden, da hatte der Geschäftsführer tatsächlich als Passwort die gleiche PIN wie für seine EC-Karte, weil er sich nicht mehr merken konnte. So was, Geschäftsführer dürfen das. Ne? Was war die Realität? In der Regel max 8 Zeichen und 2 von 3 Komplexität. Warum? Windows Factory Default. Na, grundsätzliche GPO bei Windows ist 8 Zeichen, 2 von 3. Das ist ja gar nicht so schlecht. Wir wissen ja mittlerweile, es ist relativ schnell zu knacken, wenn man es irgendwie durch eine Rainbow Table oder durch einen Online-Hashcracker jagt. Das geht relativ schnell, so 2-3 Tage dauert es immer so im Schnitt. Aber so schlecht ist es nicht. Das Schlimme dabei ist, das ist die GPO für die User. Aber die Admins oder irgendwelche Dienstkonten, vor allem die Dienstkonten, ne, technische Servicekonten, die werden halt irgendwann mal vor 10 Jahren eingerichtet und dann werden die nie wieder geändert. Weil was könnte denn passieren, wenn wir da die Passwörter ändern? Am Ende funktioniert irgendwas nicht mehr. Das heißt, da ist tatsächlich eher die Schwachstelle und da helfen mir natürlich auch keine GPOs, weil die sind ja außerhalb der GPO. Die sind ja in einer ganz anderen Gruppenrichtlinie, in einer ganz anderen UU, da macht das nicht. Da wird die Komplexität nicht erzwungen und die werden nicht geändert. Ja, wenn der User alle halbe Jahr, alle Vierteljahr, alle Jahr seine Passwort ändern muss, muss der Admin das nicht. Das kann man denen ja nicht zumuten. Das war tatsächlich die Aussage eines IT-Leiters auf die Frage, wie oft ändern sie denn eigentlich für ihre Admins die Passwörter. Ach so, ja, die Browser, ne? Auch ganz cool, ne? Wenn man dann irgendwie so vom vSphere die Credentials im Browser abgespeichert hat. Ganz klasse. Da muss ich auch nicht mehr hacken. Das war mal so ein Beispiel. Ja, man kann Passwörter mit Metasploit knacken. Das geht, macht zwar keiner. Ich habe es mal versucht. Ja, ne? W2000, klasse Admin-Passwort. Der Admin war natürlich Domain-Admin, ist ja klar. Ja, also vollkommen logisch. Oder sowas sehen wir immer wieder. Skriptdateien, wo die Passwörter einfach mit irgendwo eingebaut sind. Meistens auch irgendwelche administrativen Dinger. Juhu. Das ist so ein Beispiel aus dem Browser. Ne? Da gab es eben so ein SZ-Admin und da
kamen wir direkt auf das VS4 drauf. Anderes Beispiel, das war ein bisschen tricky. Wir hatten Unternehmen ein bisschen größer schon, sehr, sehr gut durchorganisiert. Die hatten tatsächlich schon ein Tier-Konzept. Also Domain-Admins, Tier-1-Server-Admins, Tier-2-Workstation-Admins, hatten sie alles eingestellt. Die hatten 21 Passwörter von der Länge. Und wir hatten den T2-Admin, hatten wir ausgelesen, weil wir auf ein System kamen, wo kein Endpoint-Security drauf war, wo wir einfach einen Mimikatz starten konnten und wir hatten das Passwort. So. Aber nur ein Tier-2-Passwort. Ne? Wir konnten uns alle Server angucken, das war ganz cool, wir konnten aber die Domäne nicht verändern. Dann haben wir einfach mal ein bisschen kreativ ausprobiert. Und wir haben gesehen, na, das Passwort hieß irgendwie bla bla bla, Firmenname, irgendein Datum, irgendein Kauderwelsch und dann stand da irgendwann SVADM und dann irgendwas dahinter. Dann haben wir das gleiche Passwort genommen aus dem SVADM, ein DOM-OP gemacht, ein DOM-Operator. Ne? Und dann waren wir Domain-Operatoren. Ist ja auch logisch, wie kann denn der arme Kerl sich ein 21-stelliges Passwort zweimal merken? Also unterschiedlich, machen wir es einfach. Ne? So sollte das eigentlich nicht sein. Und das Schöne war, wir hatten vorher die Domäne ausgelesen, das Passwort war seit 2018 nicht geändert, das ist von letztem Jahr. Also seit 4 Jahren hatte das gleiche Passwort, dann ist es relativ einfach ranzukommen. Remote Access, nächstes Thema, wo Realität und Traum relativ weit auseinander gehen, weil tatsächlich setzt das maximal ein Drittel ein. Das ist jetzt Dezember 22, also schon ein bisschen her. Man darf auch nicht vergessen, das ist sehr, sehr wechselhaft, dieses Thema. Dann kommt wieder ganz viel in den Medien. Ne? Momentan laufen ja super Angriffe auf Cisco ASA Appliances, die ohne MFA relativ schnell geknackt werden. Das heißt, es wird immer ein bisschen mehr, aber da war es ein Drittel. Ne? Ein Drittel setzt kein MFA-Einsatz. Aber ein Drittel setzt es ein, aber zwei Drittel nicht. Aber was ist denn mit dem ganzen anderen Mist? Was ist denn mit TeamViewer, mit AnyDesk? Da weiß kein Mensch, welche Tools in den Netzen alles nach außen funken. Die gucken auch nicht darauf, die sperren das auch nicht. Die Firewall könnten es ganz oft, ne? Also wie ein Content-Filter, so ein Teamviewer, dicht gemacht. Okay, wenn sie es nutzen, kann man es nicht dicht machen, aber wenigstens darauf achten. Die wissen teilweise gar nicht, was da läuft. Niemand prüft, ob die Tools überhaupt gewollt oder zugelassen sind. Beispiel wieder hier, da geht es eher um fehlende MFA im Krankenhaus. Dienstleister für die Telefonanlage wurde gehackt. Der hatte ungefähr 40 Krankenhäuser als Kunden. Der hatte die ganzen VPN-Credentials im Klartext stehen bei sich auf dem File-Server. Also wurden nach und nach alle Krankenhäuser angegriffen, weil kein MFA. Die Backdoor, der hat nicht eine coole Backdoor gebastelt über DNS, irgendwas. Nein, nein, der hat einfach TeamViewer gestartet. Ja, TeamViewer-Host erkennt keinen Virenschutz, ne, sagt, es ist eine zugelassene Applikation, ganz cool. Ja, so passiert es tatsächlich immer wieder. Ich nutze es bei mir auch immer. TeamViewer, AnyDesk, eins von beiden kommt immer durch. Ja, ist einfach so. Ich habe noch ein Fallbeispiel. Ah, das war auch spannend. Ne? Stadtwerke, Leitwarten. Leitwarten von Stadtwerken müssen ISO 27001 zertifiziert werden. Die machen ihre Fernwartung über TeamViewer. Mit MFA, aber über E-Mail. Der E-Mail-Server stand im Office-Netz. Den hatte ich schon. So, ist ja klar. Ne? Also kommt man auch wieder dran. Also da wird einfach nicht zu Ende gedacht. Da werden zwar Konzepte, die so State of the Art, Stand der Technik sind, die werden zwar angewendet, aber eben falsch. Und das führt am Ende des Tages sowas. Ne? So Wasserhochbehälter, cool. Ne? Klasse Sachen, was man damit Tolles machen kann. Mein allerliebstes Thema, die Endpoint Security. Ich sag's mal ganz salopp, keine Sau härtet Systeme. Was ist das überhaupt, Systemhärtung? Schon mal was vom SIS-Framework gehört? Kann man nachgoogeln? Macht keiner. Die härten alle ihre Systeme nicht. Warum nicht? Da muss man es einfach ein bisschen zugute tun. Die haben auch keine Leute. Ja, also KMU hat keine Mitarbeiter. Die haben einfach zu wenig. Dienstleister werden auch mal weniger. Die haben auch zu wenig Mitarbeiter. Das ist ganz grob. Kommen wir gleich noch zu dem Thema der Fachkräfte. Wir haben einfach zu wenig. Und da kann keiner irgendwas härten. Ja, die installieren ja teilweise ihre Systeme alle manuell. Ja, das gibt kein Golden Image, was man einmal härtet und ausrollt. Das haben die ganz oft nicht. Virenscanner, ja, ist immer so die Abfrage. Ne? Wenn man so vom Wirtschaftsprüfer oder vom Kunden so einen Fragebogen bekommt, setzt ihr Virenscanner ein. Jo, haben wir. Prüft ihr mindestens einmal in der Woche alle Dateien und Systeme. Jo, machen wir.
ja, ist ja Bullshit. Wir wissen ganz genau, das ist ein klassischer Virenscanner heutzutage, den kann man in die Tonne kloppen. Ja? Also ohne Endpoint Detection and Response oder irgendwelchen fancy Kram funktioniert es heute nicht mehr, weil ich glaube 30% kommen noch mit Chartcode an vom Angriffsvektor. Der Rest geht manuell vor. Ja, also wir sehen in letzter Zeit fast nur noch irgendwelche PowerShell-Geschichten. Ja, wenn die einmal drin sind, Lateral Movement über PowerShell. Erkennt ihr klassischer Virenscanner nicht, weil es ja kein Chartcode. Das heißt, da haben einfach viele klassische Virenscanner, die sind nicht mehr state of the art. Ne? Die helfen mir einfach nicht mehr. Und dann sind die auch noch nicht mehr auf allen Systemen. Das Schlimmste ist, meistens auf den Systemen nicht, die eben Schwachstellen haben. Weil, das ist so ein Windows 2008 R2, den haben wir jetzt geknackt, da war da kein Virenscanner drauf. Warum nicht? Ja, der sollte ja eigentlich schon lange abgelöst worden sein und wir wollten Lizenzkosten sparen. Der wird dann aber nicht abgelöst. Ne? Der läuft dann noch 2-3 Jahre einfach weiter und irgendwie kriegt das keiner mit. Und das hat man leider auch bei den kleinen IT-Teams, die keine vernünftigen Dienstleister im Hintergrund haben. Da guckt auch keiner drauf, was so ein Ding meldet. Ne, da kommen irgendwelche Alarme, irgendwas gefunden, in die Quarantäne verschoben und dann sagen die, ja, ist ja cool, der hat ja alles gemacht. Ja, aber auch wenn 10-mal irgendein Alarm kommt, dass da irgendwie ein Hashdump versucht wurde oder irgendein Chartcode gefunden wurde und dann kommt es auf einmal nicht mehr, dann hat es der Angreifer entweder geschafft oder hat aufgegeben. Aber sie kriegen es nicht mit, weil sie werten es eben nicht auf, weil zu wenig Leute da sind. Ne, von SOC oder solchen tollen Sachen brauchen wir im Mittelstand eh nicht zu reden. Temper Protection fällt auch ganz oft. Ne? Also die klassischsten Basics wirklich, die man hat, dass ich das Ding nicht einfach deaktivieren kann, das sehen wir ganz oft beim Defender. Ja, bin ich Admin, bin System-User, mache ich einfach einen Defender aus. Da kann ich ja, ne? Weil keine Temper Protection aktiv ist. Das nächste träumende Backups. 80% trennen ihre Backups von den Produktivdaten. Was heißt das? Sie sind nicht so, wie wir es auch schon erlebt haben, sie nehmen die Backup-Tapes und legen sie oben drauf auf den Server. Sondern sie haben sie im Safe liegen oder sonst irgendwas. Allerdings, und das sehen wir ja auch bei den ganzen Angriffen mit Ransomware, die Backup-Server werden halt nicht beachtet. Die sind in der gleichen Domäne drin. Ja, das heißt, die haben die gleichen Passwörter. Wenn ich einen Domain-Admin habe oder einen Server-Admin, dann knacke ich mir halt den Backup-Server und dann mache ich erstmal meine Backups kaputt. Ja, das geht ja so weit, dass es so hier für Veeam und so weiter gibt es ja schon Angriffswerkzeuge, da kann ich die DLLs so modifizieren, dass Veeam weiterhin meldet, ich mach Backups und die stimmen auch alle. Aber im Hintergrund schreibt das Ding nur noch Mist weg. Ja, so professionell sind die ja schon seit Jahren. Ja. Ursprünglich hat man Backups ausgelagert, um sie vor physischen Schäden zu sichern. Feuer, Wasser, ne? Dass wenn irgendwie mein Hauptgebäude abbrennt, dass ich einfach meine Daten noch habe. Aber das ganze Thema für Cyberangriffe auszulegen, das kennt man ganz selten. Ja, also geht es nicht darum, dass man vor einem Angreifer seine Daten schützt, sondern eben vor physischen Angriffen. Wiederherstellungstests. Ja, machen wir. Ja, was bedeutet das denn? Ja, jeden Tag kommt einer und sagt, ich habe eine Datei gelöscht. Naja, okay, ist kein Test, aber kann ich akzeptieren. Habt ihr auch schon mal eine komplette VM zurückgesichert? Nee, wie sollen wir das denn machen? Ja, sichert die halt zurück und dann macht er die Netzwerkkarte, deaktiviert die, dann startet die Maschine hoch und dann guckt er, ob die anläuft. Ja, da haben wir keine ausreichenden CPU-Ressourcen für. Ja, weil die knapp auf Kiste genäht, 2 ESXer haben, die sind randvoll. Ich kann nicht einfach noch mal eine Testmaschine hochlaufen lassen. Das sehen wir leider sehr, sehr oft im KMU. Also Wiederherstellungstests auch eher Fehlanzeige. Ein paar Beispiele wieder aus der Praxis der letzten 3 Jahre. Backup-Server aus der Domäne raus, eigene Zugangsdaten, das Ding war sogar gehärtet. Allerdings lief da ein nicht weiter zu erwähnender russischer Virenscanner drauf. Wer den kennt, weiß, dass der von Hause aus eine Softwareverteilung mitbringt. Also hatten wir letztendlich den Virenscanner-Server angegriffen, haben den übernommen und haben unseren Chartcode einfach darüber verteilt. Fand ich cool. Also ich habe mich halt wochenlang totgelacht. Ja? Über einen Virenscanner das System gehackt. Ja? Ist auch mal selten, aber das sieht man. Und in diese Richtung gehen sehr, sehr wenige. Es heißt nicht nur aus der Domäne rausnehmen mit eigenen Zugangsdaten. Es heißt netzwerkseitig isolieren, sinnvollerweise. Es heißt keine
Management-Zugänge auf dieses System erlauben, ob das eine Softwareverteilung, ob das die Endpoint-Security ist oder was auch immer, das Ding muss isoliert sein. Ich sage zum Beispiel meinen Kunden, wenn ihr einen Virenscanner oder eine Endpoint-Security habt, so Cloud-gemanagt, dann lasst die da runter. Lasst da lieber einen Defender laufen. Ja? Aber wenn ich als Angreifer es schaffe, mein Endpoint-Security-Portal zu hacken, dann habe ich auch meinen Backup-Server. Ja, also das muss man wirklich bis in letzte Instanz durchdenken, ansonsten hat man dann doch irgendwo wieder was offen. Ja, das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Ich habe mich sehr gefreut. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Ich habe noch Zeit. Sehr schön. Netzwerksicherheit. Es geht weiter. NAC macht kaum einer. Ne? 802.1x oder wenigstens eine MAC-Adress-Authentifizierung. Ne? Also maximal ein Drittel. Und das haben wir nicht nachgeprüft, das war die Aussage von denen. Ne? Mehr als 50% segmentieren ihre Netze. Das hat mich überrascht in dem Fragebogen. Ja, ein Viertel segmentiert es auch wirklich über eine Firewall. Der Rest versteht gar nicht, was segmentieren bedeutet. Die sagen sich, ja, ich habe da eigene VLANs. Okay, und wie kommunizieren die miteinander? Ja, über einen Core-Switch. Okay. Habt ihr wenigstens ACLs oder so? Bist so wahnsinnig, viel zu anstrengend. Ja. Also die haben natürlich Segmente, aber aus anderen Gründen. Nicht aus Security-Gründen, sondern eben aus betrieblichen Gründen, dass die irgendwie den Broadcast-Traffic voneinander entfernt halten wollen, dass die ihre Drucker in einem eigenen Netz haben und so weiter. Aber aus Security-Gründen macht das kein Mensch. Ist auch relativ schwierig, wenn man ein großes Netz hat und will nachträglich segmentieren. Und erstmal rauszufinden, wer muss denn mit wem kommunizieren, das ist halt schon mal ein relativ umfangreiches Projekt. Ja, das kennt ihr alle, ne? Okay. Firewall ist ja auch Netzwerksicherheit, wenn sie denn eine haben. Firewall ist ja immer so ein weitlaufender Begriff. Viele sagen ja immer noch, eine Fritzbox ist eine Firewall. Ja, okay, das ist ein rudimentärer Paketfilter, aber ja. Aber natürlich Any-Any. Ne? Vor allen Dingen auch die Server. Die Server dürfen immer Any-Any ins Internet. Und dann fragt man, wieso denn? Bei Log4j haben wir es gesehen. Log4j konnte man super einfach ausnutzen, weil die Server ganz einfach nach außen kommunizieren konnten. Ein Server braucht in der Regel keinen Internetzugriff. Wofür denn? Ja, der bekommt seine Updates sinnvollerweise über ein Vesus oder sonst irgendwas. Der hat seine internen Applikationen. Und nur wenn der wirklich ins Internet geht, Internet-Facing ist, dann braucht er Zugriff. Aber ansonsten braucht er keinen Internetzugriff. Ja, aber die haben immer Internetzugriff. Die Domain-Controller und dann auch nicht nur DNS, sondern alles. Ja, ist ja so schön einfach. Ja, also Any-Any, großes Problem. Allein für Backdoors. Ich kann mir einfach eine Backdoor aufbauen, ich muss mich gar nicht anstrengen, über DNS-Tunnel oder sowas zu reden. Thema NAC, Netzwerkzugangsschutz. Die hatten bei einem ein gutes NAC, allerdings, also MAC-Adresse-Authentifizierung, keine Zertifikate, kein 802.1x, aber so ein Footprinting. Ne? Also zu gucken, was ist das für ein Device, haben die gescannt, haben geguckt, wenn da ein Port offen ist. Und nur wenn das neue Device, was da jetzt auf einmal angesteckt wird, den gleichen Footprint hat, dann ist er reingekommen. Ja, wir haben dann so ein kleines OpenWRT-Ding gebastelt, haben das Teil einfach nachgebaut, das war ein Drucker, haben uns angestöpselt und es kamen Alarme, wir waren schlecht. Aber keiner hat sie gesehen. Das war ein Team von 3 Leuten. Wir sind da morgens irgendwann um 10 hin, irgendwie bis 17 Uhr da und irgendwie um 17 Uhr haben wir gesagt, jetzt stecken wir um und da war natürlich keiner mehr da. Ja, das heißt, wir konnten, und dann kamen die neuen Alarme, haben die alten überschrieben, wurde auch nicht mehr geguckt und wir konnten tatsächlich über 2 Tage da ungestört arbeiten. Ja, also scannen, hacken, bla. Ich habe eben gar nicht erwähnt, wenn Fragen sind, immer dazwischen. Ne? Ich halte gerne Monologe, aber ich bin auch gerne für Fragen da. Ja, Patch-Management bei öffentlich erreichbaren Systemen. Das größte Risiko, was man eigentlich hat. Ne? Also schöne Grüße an die bekannten Hersteller. Das sind alles Security-Hersteller, die irgendwie alle sehr, sehr viele Schwachstellen haben. Ständig. Ja, ihr wisst alle, wen ich meine. Ganz oft sehen wir im KMU-Umfeld aber auch, dass einfach im internen Netzwerk was steht und von außen das Ding freigegeben wird. Ne? Portweiterleitung nach innen, dann wird da einfach Webserver Exchange. Ne? Outlook Web Access wird einfach durchgeschliffen und wenn der Angreifer da drauf ist, weil es eine Schwachstelle gibt, ist er im kompletten Netz. Die kennen ganz oft DMZs nicht. Ja? Und auch Reverse Proxies kennen die zwar, setzen sie teilweise aus,
auch ein, aber eben schlecht. Nämlich einfach nur als Proxy, aber nicht mit Security-Features. Kein Blacklisting, Whitelisting, keine Web-Application-Firewall, gar nichts. Ja, das Ding leitet einfach alles nach innen durch, was von außen kommt. Bringt mir jetzt security-technisch nicht so wahnsinnig viel. Bei Hafnium haben wir es gesehen. Ja, da haben sehr viele Reverse-Proxies eingesetzt von einem spezifischen Anbieter, der, ich glaube, englisch ist und mal ein Deutscher war. Vielleicht der ein oder andere weiß, wovon ich rede, Firma aus Karlsruhe früher. Der ist gar nicht so schlecht, aber der war halt in der Standardausführung. Und das Problem war, die Authentifizierung an Outlook Web Access wurde nicht auf dem Proxy gemacht, sondern wurde einfach durchgereicht. Und dementsprechend haben tatsächlich 2/3, obwohl sie einen Reverse-Proxy hatten, keinen Schutz vor Hafnium gehabt. Ja, weil der Angriff kam einfach durch, der Reverse-Proxy hat einfach alles durchgereicht. E-Mail-Security, Phishing, ne, immer noch das größte Problem überhaupt. Aktive Inhalte blockieren, nein, warum denn? Alte Office-Dateien, ja klar, die brauchen wir, ne, weil das Business braucht das. Wir müssen Doc haben, wir müssen .xls haben. Und wenn es das Business nicht braucht, dann braucht es halt irgendeine Stadtverwaltung oder eine Versicherung oder einen Automobilhersteller. Ich mache viel im Automotive-Sektor. Na, da kommen immer noch Excel-Dateien rum. Das geht nicht anders, weil der Workflow darauf abgestimmt ist. Na, einfach mal Doc abspeichern in DocX. Wer weiß, was da passiert. Ne? Oder dann landen die Dinger schon mal in der Quarantäne. Und dann kann jeder User seine eigene Quarantäne freigeben. Ich meine, es ist schon schwer genug, den Admins zu erklären, wie prüft ihr denn eigentlich die Dinger in der Quarantäne, dass die jetzt wirklich keinen Schadcode enthalten? Ja, wir gucken drauf. Ja, was macht ihr denn dann? Ja, wir gucken, wer ist das, der Absender und so weiter. Ja, und dann? Ja, dann geben wir die frei. Ja, also Sandboxing oder irgendwie so mal in irgendeine Sandbox reinladen. Fehlanzeige. Können sie nicht, von der Qualifikation her ganz oft leider. Und sie haben keine Zeit dafür. Weil, ganz ehrlich, wer heute noch mit Quarantänen arbeitet, der hat zu viel Zeit. Weil da komme ich nicht mehr hinterher. Das geht einfach nicht mehr. Ne? Und Makros, ja, großer Spaß. E-Mail. Boah, ich habe echt viele Slides. Ich wusste gar nicht, dass es so viel ist. Okay, wir gehen weiter. Windows-Administration. Große Thema, ich hatte es eben angesprochen. Tierkonzepte, ne? Unterschiedliche Admins für unterschiedliche Server-Tiers. Was sehen wir in KMU-Administratoren für alles? Auch für alle Dienstkonten. Das heißt, da wird irgendein Backup, irgendeine Netzwerküberwachungssoftware eingerichtet, wird der Administrator genutzt. Warum? Das ist so schön einfach. Warum ändert man dann das Passwort nicht? Weil wenn ich das dann ändere, funktioniert ja die Hälfte nicht mehr. Und keiner hat Zeit, die ganzen Service-User durchzugucken. Was passiert denn jetzt, wenn ich da das Passwort ändere? Ja, weil auch im Mittelstand hat man locker 10, 20, 30 VMs, mit irgendwelchen Diensten und die trauen sich nicht, das Passwort zu ändern. Und das ist dann auch noch der Domain-Admin. Ne? Der wird einfach für alles genutzt. Least privilege, need to know. Nein. Das ist viel zu kompliziert. Ne? Und dann überwacht es auch keiner. Also Domain-Admin-Gruppe zu überwachen, ist mit einfachen PowerShell-Skripten oder einem super einfachen Log-Management möglich. Na, einfach die Event-IDs gucken, wenn diese Gruppe verändert wird oder der User, damit passiert irgendwas, dann gibt mir einen Alarm raus. Macht aber keiner. Ja? Das heißt, wenn ich einen Pentest mache und mich zu einem Domain-Admin hochschaukel, nehme ich einfach als zusätzlicher User rein. Das kriegt keiner mit. Ja? Das ist eben das große Problem. Ja, Mimikatz for the win. Das ist einfach so. Das hatten wir, glaube ich. Nee, das hatten wir noch nicht. Ah, das war auch spannend. Relativ großer Mittelständler, der war wirklich einer der größeren. Kennt jemand PRDG, den Persler? Das ist so eine Netzwerküberwachungssoftware, ne? Also kostenpflichtige, Windows-basiert und die haben Probe-User. Das heißt also, man hat einen User, über den quasi das System auf die Windows-Systeme zugreift und guckt, ob da alles in Ordnung ist. Ob der das mit WMI, RPC oder whatever macht, er schaut halt nach. So. Die Konfigurationsdatei von diesem PRDG ist mit AES verschlüsselt. Das Passwort steht in der ersten Zeile. Das heißt, wenn ich über, in dem Falle, den lokalen Admin auf den Network Monitoring Server komme, kann ich ganz einfach die Config-Datei auslesen und mir die Passwörter der Probe-User auslesen. Und dann ist dieser Probe-User auch noch Domain-Admin. Weil ansonsten müsste ich ja gucken, was der für genaue Berechtigung macht. Und da hat keiner Zeit für.
Die nehmen einfach den Domain-Admin. Ja, und so war ich eben auch Domain-Admin relativ zügig. Was ganz cool war hierbei, die hatten tatsächlich intern MFA, Multifaktor-Authentifizierung, aktiviert. Allerdings nur für RDP. Remote PowerShell kannten die nicht. Na, also konnte ich mich über Remote PowerShell einfach anmelden und konnte da meine administrativen Tasks durchführen. Wenn es jemand macht, immer dran denken. Ne? Die meisten Angreife, Lateral Movement läuft heutzutage über PowerShell. Und das Meme fand ich ganz cool, weil es ist tatsächlich so. Ja, also bis vor 2-3 Jahren hat jeder Pentest zum Domain-Admin geführt bei mir. Das war noch so. Ja, das wird immer ein bisschen besser, aber wenn man sich anstrengt, schafft man es auch heute noch bei ganz vielen. Also in KMU, im Mittelstand, wirklich innerhalb von 2 Tagen, so der Schnitt, bin ich Domain-Admin. Das ist leider ganz oft so. Kommen wir zu Ende. So langsam haben wir alle Themenbereiche beleuchtet, die in KMU nicht funktionieren. Wenn ich keine Schwachstellen in Systemen finde, gucke ich mir als nächstes die Multifunktionsgeräte an. Ne? Drucker, Scanner, Kopierer, Faxdinger. Und erstens keine Firmware-Updates, weil die laufen ja und die sind ja nicht dramatisch. Keine Passwörter oder Default-Passwörter. Meistens sind die noch in der AD integriert, weil die müssen mit dem Exchange-Server kommunizieren. Die haben irgendwie LDAP, damit sie irgendwelche Verzeichnisse auslesen können. Und das bedeutet, wenn ich denn dann so ein System habe, wo ich drauf komme, das in der AD integriert ist, kann ich mir natürlich dann entweder über ein Relay quasi, also ich mache einfach die LDAP-Anfragen, leite die auf meinen Rechner um, ja, und kann die dann entschlüsseln. Ja. Entweder sowas, hier sieht man es auch wieder, ne, das ist jetzt glaube ich da mal SMB, ja, ein SMB-Relay, also kann ich einfach auch, geht auch mit Metasploit, ne, das ist kein Hexenwerk. Oder was noch cooler war, die Dinger sind so veraltet, dass sie im Quellcode noch ihre Passwörter reinschreiben. Ne, da sieht man es. Auch super kreativ, Olga 123, Raute. Hey, Sonderzeichen, ganz wichtig. Ja. Wisst ihr eigentlich, was die meisten Passwörter, die wir geknackt haben in der Zeit, wie die aufgebaut sind? Von Systemhäusern. Name des Kunden, Jahr der Installation, Ausrufezeichen. Das ist unglaublich, wirklich. Ich glaube, bei knapp 30% war es wirklich so. Ja, also, wenn man das ausprobiert, immer ganz cool. Ja, was machen wir dann, wenn man erstmal AD-Zugangsdaten hat? Klar, dann lässt man irgendwie einen Bloodhound los oder irgendwelche anderen Tools, liest das einfach mal per LDAP aus. Und da haben wir uns auch auf den Boden gesetzt, da haben sie tatsächlich in der AD im Beschreibungsfeld die Passwörter hinterlegt. Weil die Admins nicht wussten, dass jeder User das auslesen kann. Sondern die dachten, das ist meine AD, da komme ich nur als Domain-Admin drauf, das kann sonst keiner auslesen. Und da hatten sie tatsächlich von einem Domain-Admin das Passwort im Beschreibungsfeld stehen. Sehr clever, ne? Ja. Wir kommen noch zu dem Thema gleich, Erklärungsversuche. Warum ist es denn eigentlich so? Ne? Zuletzt noch mobile Geräte, auch da 50% haben in den Studien ihre Notebooks verschlüsselt. Das war ja schon mal ganz cool. Ganz wenige verschlüsseln auch USB-Sticks und Co. Ja, kommt immer darauf an, was man darauf überträgt. Manchmal ist es auch gar nicht so kritisch. Das Problem ist, wenn ich meine Festplatte nicht verschlüssel und habe mein VPN einzig und allein mit dem Gerätezertifikat. Was bedeutet das, wenn ich das Ding in die Hände kriege? Ja, also das war, glaube ich, ein Fortinet-Client. Ne? Sind wir halt per Fortinet-Client reingekommen. Das Spannende hierbei war, der Geschäftsführer war strikt gegen Festplattenverschlüsselung. Und wir haben ihm dann erklärt, warum das vielleicht dann doch sinnvoller wäre. Ja. Okay. Das gibt es im Prozess, hatten wir Incident Response eben schon mal. Was immer wieder spannend ist, Verschlüsselung von Dateien erkennen manchmal die Leute. Ja, so hin und wieder erkennen sie das. Aber Exfiltration erkennt kein Mensch. 0% können erkennen, wenn große Mengen an Daten aus dem Haus laufen. Obwohl das gar nicht so schwer ist. Na, File Auditing auf dem Windows-Server aktiv, wenn innerhalb von 10 Sekunden 1000 Dateien lesend geöffnet werden, machen Alarm. Gut, das ist dann vielleicht einer, der irgendwas zippt und mit nach Hause nehmen will, aber es könnte auch ein Angreifer sein. Es ist teilweise so easy, aber sie machen es nicht. Ne? Kein Mensch erkennt das. Und das haben wir auch ganz oft gemacht, einfach Dropbox hochgeladen, fertig. Ne? Also mehrere Gigabyte und das passiert eben so. Kommen wir zum Schluss. Ein paar Erklärungsversuche. Ich kann es nicht alles erklären.
manchmal bekomme ich es in den Gesprächen mit, woran es gelegen hat, woran es liegt, aber die wichtigsten Punkte, die wir so gesehen haben, einfach nochmal zusammengefasst. Ganz wichtig, ich meine, ich bin auch externer ISB-CISO, das ist wichtig für mich einfach zu sagen, ein CISO und ein CIO sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja? Der CIO hat nicht grundsätzlich Security auf dem Schirm. Der will, dass günstig ist und das läuft. Security ist dann meistens eher im Hintergrund. Und wir sehen insbesondere da, wo es diese CISO-Rolle nicht gibt, und die gibt es ja eher sehr wenig im Mittelstand oder in KMU, da haben wir die großen Probleme. Oder ist gar keiner verantwortlich. Ja, also, ja, wer ist denn verantwortlich für die IT-Sicherheit in Ihrem Haus? Ja, der IT-Leiter. Ja, lieber IT-Leiter, wie sehen Sie das denn mit dem Security-Konzept und so? Ja, in meiner Stellenbeschreibung steht nichts von IT-Security. Alles schon gesehen, ne? Ja. Der Unterschied zwischen, bin ich compliant oder bin ich sicher? Das sehen wir gerade bei den Automobilzulieferern super. T-Sachs. Ja? Jeder Automobilhersteller fordert T-Sachs, die einen mehr, die anderen weniger. Dann habe ich mein Zertifikat oder mein Label, heißt es ja. Und wenn ich mir die dann angucke, die Zulieferer, ja, okay, die können ein Häkchen da machen und einen oberflächlichen Audit. Und mal ganz ehrlich, die T-Sachs-Audits sind ganz oft oberflächlich, weil die haben gar nicht die Zeit, das tiefer zu prüfen. Die fallen alle um. Ja, die sind nicht wirklich sicher. Die haben einfach Häkchen gesetzt. Bei der ISO 27001 ist das genauso, wir wissen das. Das bedeutet nicht gleich Sicherheit, es bedeutet zum Teil Haftungsreduktion. Ne? Die Haftungsrisiken fürs Top-Management, die werden reduziert. Sicher heißt, das ist noch lange nicht. Ja, Dunning-Kruger, ne? Wer kennt ihn nicht? Das ist leider was, wo ich sagen muss, da muss ich doch so ein bisschen Fingerpointing betreiben. Das Thema ist so komplex, keiner von uns kann ist in seiner kompletten Masse das Cyber-Thema, Cyber-Security-Thema fassen. Keiner kann in jedem Thema so genau drin sein, aber viele denken es einfach, sie könnten es. Und das ist einfach falsch. Ne? Also sie können es nicht und ein klassischer Admin, vielleicht noch ein Quereinsteiger, den kann man nichts vorwerfen, aber der ist halt der Falsche in dem Sinne, ganz oft. Ist leider so. Ne? Von der Erfahrung her sehen wir das immer. Das sehen wir auch noch ganz oft. Dann kaufen wir uns halt jetzt eine Firewall oder eine Network Detection and Response Lösung, die macht dann alles. Ja, any, ne? Ich habe eine Firewall, aber any. Wenn es falsch konfiguriert ist, bringt mir das Ding gar nichts. Und das sehen wir ganz oft in der Geschäftsführungsetage. Dann kaufen wir was Teures, es muss teuer sein, dann ist auch gut, aber bringen tut es am Ende des Tages gar nichts. Oder es wird installiert und nie gepflegt. Ja, also Updates und sowas kennt man da auch nicht. Ja, genau. Change Management, kreatives Change Management, habe ich jetzt von Kunden gehört. Das hat auch damit zu tun mit dem nächsten, nämlich Project. Ne? Wie mache ich denn Projekte? Ja, die Projekte, die laufen gerade. Wir wollen das nächste Projekt ganzheitlich betrachten. Das dauert deswegen ein bisschen. Das heißt, die Dinger werden ohne Fristen immer länger und immer komplexer, funktioniert nicht. Und das sehen wir auch. Hey, die Dienstleister mit SOC-Services, die kommen überall aus dem Boden raus, wenn man mal hinterfragt, wie macht ihr das eigentlich? Dann kommt da ganz viel heiße Luft bei raus. Ganz schwierig für eine KMU einen Dienstleister zu finden, der auch wirklich was Gutes macht. Weil es einfach zu viele gibt, die das mittlerweile anbieten. Und da ist leider auch sehr viel Schatten und nur wenig Licht. Education, damit wären wir am Ende. Ausbilden. Es geht um Wissen, es geht um die Leute. Sensibilisieren, auszubilden. Wenn ich das nicht mache, habe ich eh verloren. Weil das Problem sitzt in der Regel vor der Tastatur. Das wissen wir alle. Das klassische Layer 8-Problem. So, ich habe hier schon hektisches Winken. Ich glaube, wir sind am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass alle geblieben sind. Das ist immer gut. Bitte schön. Ja, dann mache ich nochmal die offizielle Abmoderation. Vielen Dank für den super ausführlichen Vortrag. Ich fand es sehr interessant. Ich glaube, die anderen auch. Für Fragen wird es vielleicht ein Ticken zu klein. Eine kriegen wir vielleicht noch rein, aber ich glaube nicht. Ja, dann vielen Dank und tschüss.